Warum ist Nidoran so dumm? Macht doch Doppelkick. Doppelkick hat definitiv mehr Sinn gemacht hier als Kratzer. Keine Ahnung. Ah ja, dann können wir Girls Talk machen. Gib mir deine Nummer. Yay. Naja, lass es mich wissen. Genau. Ich glaube, das war Schutz, was da liegt. Zwischen Siegen und Hagen auswahlen sollen. Ich kann da in dem Sinne nichts Bescheid geben. Tut mir leid. Hast du ja schon immer das Kontaktformular probiert? Oh Mann. Oh, Filino ist auch so ein super Ding eigentlich. Leute, Filino, was sagt ihr? Filino wäre doch eigentlich super Knorke im Team, oder? Knoppix runterladen. Knoppix-Test hatte man wirklich immer, das weiß ich noch, das hatte man bei, du hast schon Wasser, ja, aber Filino ist trotzdem süß. Knoppix-Test hatte man bei 1&1, glaube ich, gemacht. Damals ebenfalls. Es ist Wasserboden, keine Elektroschwäche, ja. Das fand ich halt auch immer damals an Filino so cool. Wir werden es auf jeden Fall mitnehmen. Erstmal, wir werden es jetzt nicht richtig krass trainieren oder so. Aber wir nehmen es auf jeden Fall erstmal mit. Oh, ein Wasserteam, ja. Vor anderthalb Jahren haben sie das immer noch gemacht. Oh, Junge, Junge. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass ich nicht mehr für 1&1 telefoniere. Boah, das ist eine sehr gute Frage. Müsste jetzt auch, glaube ich, schon knapp 2-3 Jahre sein, dass ich nicht mehr für 1&1 telefoniere. Und die 100% Fangquote besteht immer noch. Was ich sagen wollte, bei 1&1 gab es ja erst immer nur die ganz normalen bis zu 16.000er DSL-Verträge und dann kam ja irgendwann auch noch die VDSL-Leitung dazu und tatsächlich war es dann so, erst ab diesem VDSL-Gedöns hatte man dann gesagt, hier, jetzt müssen wir Knoppix nutzen. Ansonsten, alles was nicht VDSL ist, hat man da ganz normal über unser System, glaube ich, sogar machen können. Also das System da von 1&1. Aber ich glaube, nur bei VDSL musste man das so machen. Soll ich dich mit 0 oder mit einem O schreiben, Ziffer? Vor allem soll ich dich auch mit einem großen R schreiben, sehe ich gerade. Ich glaube, das ist die viel wichtigere Frage. Ziffer ist sogar das erste Pokémon, was gerade auf die Bank gelegt wird dann. Ich würde aber sagen, dann würden wir dafür aber erstmal das Ratzfatz rausholen. Null wäre richtig, ja. Und das war wirklich Schutz? Wow. Ich bin auch gerade dabei, eine 100%, ich sag dir, was für ein Item da liegt, Quote zu haben. Das ist sehr interessant. Die hatten, glaube ich, nur Karpados, oder? Die Anglerdos hatten, glaube ich, nur Karpados, wenn ich mich nicht irre. Das meistgehasste Pokémon. Immer wieder schön zu sehen. Ich müsste eigentlich einstellen, dass man keine Gronk-Emotes machen kann. Dass es quasi so gesperrt ist. So auf Blacklist. Das wäre ziemlich lustig. Wird jede Nachricht von Alex, wo ein Gronk-Emote drin ist, einfach mal gelöscht. Ich würde es einfach lustig finden, warum das so
ohne Grund und so. Andere bannen AOD. Ich banne den Namen Gronkh. Sollte den Namen Bibi bannen. Der Name Bibi ist in ihrem Land nicht verfügbar. Miau, 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 miau. Ich finde es auch schade, dass die Pokémon hier keine EP bekommen, wenn man ein Pokémon fängt. Das haben sie bei X und Y sehr gut gemacht. Lemsula Ophelino macht sowas von gar keinen Sinn, oder? Es kann schon nicht von Elektroattacken angegriffen werden. Und dann kommt er noch mit Lemsula, dass die Elektroattacken weniger effektiv sind. Keine Ahnung, was das soll, aber naja. Auf Amadeus und Sabrina, sie jagen den Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind. Ach ja. Lern mal den Text hier! Ich hab das seit Jahrzehnten nicht gehört, ja? Ich kann dir auch immer noch den Text von Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo vorrappen. Und ich habe das schon ewig nicht mehr gucken können, weil es das nicht mehr im Internet gibt. Schon okay. Say what, Bo-Bo-Bo. Say what, Bo-Bo-Bo. Sehr eingängig. Ich war nur so im Flow. Es ist schlimm, wenn dann jemand nicht deine Welle mitschwimmt. Oh. Wasserteam confirmed. Komm schon, kein Chris. Mach den Tod. Was ist dieses Internet? Keine Ahnung. Auf jeden Fall findet man dort nicht mehr die deutsche Version von Bo-Bo-Bo. Ja, du bist dran. Zeit für ein Duell. Ja. Ich konnte sogar eine Zeit lang den Text von Yu-Gi-Oh! GX, dem Opening. Okay, Alex kann auch nur den Text von Orvis, weil er es ja halt auch so häufig in meinem Chat spammt. Kapau! Okay, alles oder nix, du hast einen Carpador. Yu-Gi-Oh! GX war ziemlich cool. Ich find's auch schade, dass Netflix nur die erste hat. Ich fand GX richtig gut. Die zweite Staffel war halt auch ein bisschen mehr an die normalen Regeln angepasst. Trainier mich. Ja, stimmt. Eigentlich, jetzt wo du es sagst, Petruschka, gute Idee. Gerade hier, ja. Ich liebe diese Kampfmusik, ey. Nee, aber GX fand ich echt gut. Ich muss mir, glaube ich, mal wieder GX anschauen. Knorfensa, Knorfensa. Knorfensa, Knorfensa. Petruschka, du bist doch auch so ein Rap-Elite-Typ. Kennst du die Rapperin Phoebe Pep? Die hatte in ihren VBT-Videos damals sich immer so ganz komisch bewegt und so, und das sah halt immer so aus, als wäre sie, als würde sie den Knuffenser-Tanz machen, das sah so gut aus. Und noch ein Carpador. Ja, Junge, Five die war besser. Habe ich mir nicht angeguckt. GX mochte ich nicht. Echt nicht? Du mochtest GX nicht, Osmose? Aber GX hatte Alexis Rhodes. Und sind wir ehrlich, Alexis Rhodes. Ich glaube, ich muss nichts weiteres sagen. Die Frau macht mir bis heute Angst. Phoebe Pep macht dir Angst? Ich habe damals sogar mit ihr ganz viel geschrieben. Das ist eine sehr nette Dame eigentlich. Also wie gesagt, ein Anime, der Alexis Rhodes hat.
Ganz ehrlich, der hat mich. I don't know her. Google her. Google sie. Los, tu es. Moment. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass das Carpador gerade Level 15 ist. Das kann ja tackle, das Ding. Scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, Prinzesschen, du hast leicht. Deine Eltern sind stankreich. Boah. La Fee. Das müsste La Fee sein, oder? Christina, oder wie sie hieß. Genau, Helene Fischer. Petruschka Level 3 hat ein Carpador Level 15 besiegt. Gebt euch den. EG Petruschka. So wollen wir unsere Pokémon haben. Das sind die außergewöhnlichen hier. Hier wird Quality gebumst, aber sowas. Und es hat nur für 2 Level ausgereicht. Du hast ein 12 Level höher besiegt und kriegst gerade mal 2 freaking Level Ups. Onyx hätte 15 bekommen. Mindestens. Es war ein fucking Carpador. Ja, und es war trotzdem Level 15. Und du hattest ja am Anfang Aran. Hatte ich echt am Anfang? Ja, stimmt. Deswegen hatte er nur die... Nee, hatte ich nicht. Bei dem ersten Carpador, aber das war ja das zweite Carpador, was ich besiegt hatte. Das war jetzt das dritte. Weiterkämpfen. Genau, jetzt kommt das vierte. Das müsste, glaube ich, wieder Level 15 sein. Nee, noch ein Level 5er. Gibt's nicht so eine Carpador-App? Ja, habe ich. Irgendeiner in der Tales Gaming-Gruppe hatte da, glaube ich, ein Bild gepostet, dass Kappa entführt wurde. Ich habe mir gedacht, ernsthaft? Komm schon. Nur weil er ihre ist. Du irrst dich. Auf jeden Fall hat Petruschka gerade 4 Carpadors besiegt. GG. Und hatten den Kampf 3 Level abzubekommen. Kann man mit leben. Mann, das mit dem Erich wollte ich bringen. Ach, Osmose. Osmose. Gleich setze ich Verzweifler ein. Ja. Keine Sorge. Hatte der da auch einen Carpador? Ich glaube, der hatte sogar einen Goldini. Ich glaube, der hat einen Goldini. Genau, nun. Ein Quapsel. Ah, Quapsel war's. Nun. Das ist auf jeden Fall kein goldiges Pokémon. Tausch doch erst dein Pokémon. Ja. Ich sollte auf jeden Fall jetzt echt Aron mal wieder wegnehmen dort. Ich glaube, das sollte ganz gut sein, weil Quapsi hat noch den zweiten Typ. Den zweiten Typ Psycho. Von daher sollte Unlicht da ganz gut sein. Wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Ein 2 Kilo Goldinis geben gerade mal 2G Gold. 2G Gold?
2 Gramm Gold. Oh. Osmose ist eingeschlafen, was ganz Neues, ja. Oh. Osmose schläft tief und fest, ich werde müde. Martin müde. Ein Volltreffer, ist klar. Es schläft ja auch. Wie willst du da nicht treffen? Das hat nicht den zweiten Typ. Wenn ich nicht entertained werde. Was? Martin liest doch statt Hartz IV? Hartz der Vierte. Ja, ist das nicht Hartz der Vierte? Ich dachte mal, das wäre Hartz der Vierte. Osmose! Not like this. Not like this, Osmose. Osmose, du hast einen Quapsel besiegt. Er setzt als nächstes Quapsel ein. Ich werde das Pokémon wechseln. Ich wechsle zu Petrouche. Nur ein Powernap pro Tag. So sieht's aus. Danke. Ich probiere es, Petrouche. Martin weiß nicht, wie man mit mir umgeht. Doch. Dann peitsche ich mit einem Rankenhieb. Weil das ist sehr effektiv. Nein! Petrouche, nur ein Powernap pro Tag. Ich verstehe den Zweck von Nassmachen nicht. Naja, Nassmacher sorgt dafür, dass Feuerattacken nicht so effektiv sind. Warum Feuerattacken nicht so effektiv gegen gegen Wasser-Pokémon gemacht werden sollen, verstehe ich auch nicht. Aber, okay. Gut gemacht, Petrouche. Gut gemacht. Ne, da unten ist gleich ein Pokécenter, da werde ich dich dann heilen lassen. Oh mein Gott, Petrouche! Was ist hier los mit dir? Holy moly, Petrouche! Du siehst gut nach. Du siehst echt sehr gut nach. Wer kämpft denn mit einem Feuer-Pokémon gegen Wasser-Pokémon, beziehungsweise benutzt Feuerattacken? Ja, das ist total dämlich irgendwie, Osmose. Ich verstehe es auch nicht. Feuer-Pokémon ist eh schon sehr schwach gegen Wasser. Und dann benutzt das Wasser-Pokémon auch noch eine Attacke, was die Feuerattacken gegen sie noch mehr schwächt. Ich wüsste nicht, warum man das machen muss. Sieht der mich? Nein. Ich komme später auf ihn zurück. Ach du Kacke. Gedodged. Ach ja, der will mir ja für eine Mille eine Poké-Route verkaufen. War dem nicht so? Ne, Fleckmann-Route? Ne, will er nicht. Ha! Ich bin verwirrt. Lag hier nicht immer ein verstecktes Item? Scheinbar nicht. Egal. Die Fleckmann-Route nehme ich aber bei meinen Speedruns. Ach, komm schon. So. Eine Mille, die nehme ich. Ha, dein Geld reicht nicht, ja doch. Und ich dachte, die Kinder von heute wären so stinkreich. Und? Der hat sich über dich lustig gemacht. Entschuldigung. Ach, Mann.